Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Day of the Tentacle, auch bekannt als Maniac Mansion 2. Aber ich habe nie herausgefunden, wo eigentlich. Also auf Wikipedia steht, dass das Spiel auch bekannt ist als Maniac Mansion 2, aber ich konnte nicht herausfinden, für welches System das unter dem Namen erschienen ist. Aber egal, wir spielen jetzt weiter. Day of the Tentacle, wir sind in der Zukunft. Wir werden bewacht von einem Tentakelwächter und haben drei Mitgefangene, die ziemlich stark wie die Familie Edison aussieht. Ne, nur er ist bärtiger. Aber sonst... Ja, reden wir mal mit denen, oder? Kartenspielende Frau. Ich glaube, die beiden betrügen. Lieber nicht stören. Sie betrügen sich gerade. Okay, wenn das so ist, wollen wir die nicht beim Betrügen stören. Dann reden wir lieber mit dem alten Mann. Ich möchte nur mal seinen Kopf tätscheln. Eben. Dr. Fred, sind Sie das? Was? Du spinnst. Es gab keinen Fred in der Edison-Familie seit 200 Jahren. Der letzte Fred war eine Schande für die ganze Familie. Nicht zu vergessen für die ganze Menschheit. Also, wer sind Sie dann? Ich bin Seth Edison. Das ist meine Frau Sedna und mein Sohn Fred. Schön, euch zu sehen. Wo bin ich? Du bist in dem einst stolzen Haus der Edison-Familie. Wir waren einmal die Herren dieses Hauses, so wie die Menschen mal die Herren der Erde waren. Jetzt sind wir die Sklaven. Die Haustiere. Und ziemlich schlechte, darf ich hinzufügen. Oh, verzieh dich, du verzogener Nachtschwärmer. Wie komme ich hier raus? Wenn ich das wüsste, meinst du, ich wäre dann hier? Wie war das mit der Menschenshow? Es ist eine Farce. Genau das ist es. Diese schleimigen Tentakel stecken Menschen in kleine Kostüme, machen schreckliche Dinge mit ihrem Haar und zwingen sie dann dazu, ihre grässlichen Talente unqualifizierten Preisrichtern vorzuführen, die Wochen vorher bezahlt wurden. Durftest nicht mitmachen, was? Sie meinten, Makramee wäre kein Talent. Diese schleimigen Riesenwürmer. Ich hab das gehört. Ich bin jetzt müde vom Sprechen. Es war ein langer Tag und ich bin... nur ein Mensch. Okay, wir könnten... Wie sollen wir denn... Ich bin echt gespannt, wie wir hier rauskommen. Reden wir mal mit dem Tentakelwächter. Sieht gelangweilt aus. Juhu, Mr. Tentacle Guy. Was? Ich will hier raus. Das ist eine Verletzung meiner Rechte. Rechte? Du bist ein Mensch. Du hast keine Rechte. Ich muss mal für kleine Tentakel. Haha, der ist gut. Man stellt sich vor, ein Mensch auf der Toilette. Okay, lass uns Gassi gehen. Gut, Menschlein, erledige dein Geschäft. Moment, hat er jetzt seinen Stuhl hier mitgenommen? Oder wie? Hallo, Herr Tentakeltyp. Es ist Zeit. Oh. Juhu, Mr. Tentacle Guy. Was? Ich muss mal für... Oh, okay. Gut, Menschlein, erledige dein Geschäft. Okay, schauen wir mal. Ah, hier ist meine Zeitmaschine. Leer. Da ist nichts zu holen. Ich kann Dr. Freds altes Labor sehen und sein Generator ist auch da. Puh, den könnte ich gut gebrauchen. Aber durch das Fenster komme ich nie durch. Es ist mit dem Chronojohn verbunden.
Ich glaube, das muss ich irgendwo reinstecken, aber es ist nicht lang genug. Ah, ich brauche irgendein Verlängerungskabel. Das ist schon auf. Hallo, jemand da? Da unten ist niemand. Ich bin zu groß dafür. Ich lasse es besser auf. Vielleicht ist er so unachtsam, dass ich einfach... Hallo, Herr Tentakeltyp. Es ist Zeit. Ach so, das ganze Haus ist die Gefängniszelle, oder wie? Wahrscheinlich gezinkt. Moment! Sie dürfen betrügen, du nicht! Lieber nicht stören. Sie betrügen sich gerade. Ja, was machen wir denn jetzt hier? Juhu, Mr. Tentacle Guy! Was? Oh, mir ist schlecht. Ich glaube, ich muss mich übergeben. Oh oh. Zeit, Dr. Tentakel zu besuchen. Ah ja, sehr gut. Ja, ja, was haben wir denn hier? Mir ist schlecht. Wirklich? Okay, jetzt halt still. Werden Sie Ihr Skalpell benutzen? Natürlich nicht. Mist. Wollen Sie meins benutzen? Nein. Was? Was? Was ist? Genau wie ich dachte. Was? Alles ist in Ordnung mit dir, Mensch. Puh. Ich muss jetzt zur Show. Ich schicke nach deinem Wächter. Oh. Sitz. Ruhig. Das sieht ganz schön anstrengend aus, sich als Tentakel fortzubewegen. Zur Behandlung von Tentakeln zum Wohle der Tentakelrasse. Das sollte ich nicht machen. Er hat eine Menge Geld dafür bezahlt. Ich kann immer noch nicht verstehen, wie sie durch einen Saugnapf essen können. Ich auch nicht. Ah, was haben wir denn hier? Seltsame Löcher, mit denen ich nicht interagieren kann. Ah, ich weiß, was wir tun. Ich habe genug davon zu Hause. Ich weiß, was wir tun. Was? Oh, ich habe genug davon zu Hause. Ich weiß genau, was wir jetzt tun. Aber jetzt schauen wir uns hier erstmal noch um. Reden wir noch mit dem verrückten Personen. Ach, die sind von der Talentshow, ne? Hey, der sieht genauso aus wie Dingsy. Wie Washington. Nur älter. Größer, meine ich. Hallo, ich bin Laverne. Ich bin Studentin. Mein Name ist Harold. Ich bin ein Vollblut. Ist dein Haar naturblau? Natürlich. Wie süß. Es brauchte einige sehr teure Sitzungen in einem Salon. Den Haarwettbewerb habe ich in der Tasche. Sieht aber gut aus, was du da trägst. Dankeschön. Mein Besitzer hat eine Menge dafür bezahlt. Er kauft mir alles, was ich will. Wo ist dein Besitzer? Er ist gerade nicht da. Aber er wäre, wenn er irgendwie könnte. Sein Bus ist in Pittsburgh liegen geblieben und er sitzt da mit den anderen fest. Das ist meine erste Show. Alleine. Worauf wartet ihr, Jungs? Wir warten darauf, dass die Show beginnt. Worauf sonst? Wenn dein Besitzer dich teilnehmen lassen will, brauchst du noch ein Namensschild. Ist aber auch egal. Mein Besitzer sagt, ich werde gewinnen. Ich bin der schönste Mensch hier. Tja, dann viel Glück. Wer braucht Glück, wenn man schön ist?
beiden scheinen sich über etwas zu freuen. Hi. Hi. Hm. Dann muss ich mal gucken, ist die Uhr immer noch im Geheimgang? Ich bezweifle, dass ich das bewegen kann. Menschen dürfen hier nicht frei rumlaufen. Ah. Ich bring dich zurück in den Zwinger. Der Menschenfänger. Ich wünschte, ich hätte ein Tentakelkostüm oder sowas, aber ich kann nicht mal nähen. Aber ich kenne jemanden, der nähen kann. Ich weiß genau, was wir jetzt tun müssen. Jetzt passt auf. Das wird Juhu, cool. Mr. Tentacle Guy. Was? Ich muss mal für klein... Oh. Wir gehen jetzt Gassi. Gut, Menschlein. Und jetzt... Oh, ich habe ja ein Skalpell. Hey, wartet mal, da muss ich ganz kurz gucken, ob ich nicht vorher... Geht nicht, mein Therapeut und ich haben ein Abkommen. Achso, na gut. Dann schicke ich jetzt die Pläne in die Vergangenheit. Okay, ich hab's weggespült. So, und jetzt passt auf. Ich habe quasi nämlich schon alles... Ich weiß in meinem Kopf schon genau, wie dieses Rätsel funktioniert und ich finde es absolut genial. Ich bin mir nur nicht sicher, ob es stimmt, aber das schauen wir mal. Aber alle Indizien habe ich schon zusammengesammelt dafür quasi. So. Jetzt haben wir nämlich das Schema von Tentakel. Das medizinische Tentakelschema. Und das bringe ich jetzt zu der Schneiderin, die einen Entwurf für die amerikanische Flagge nähen soll. Ah, warte mal, hier bin ich falsch, ne? Da müssen wir lang. Glaube ich zumindest. Ich bin mir gerade echt nicht mehr sicher, wo die ist. George Washingtons Bett. Ah ja, jetzt passt auf. Und jetzt lege ich hier die Tentakelentwürfe hin. Und jetzt sieht die amerikanische Flagge so aus. Sehr gut. Ist eine Verbesserung, oder? Ach ja, hier haben wir immer noch die super laute Musik an. Oh Mann, ey. Wartet mal kurz. Hilfe. Jetzt weiß ich nicht mehr genau, wie wir da hingekommen sind. Ah ja, so dürfte es auf jeden Fall schon funktionieren, denke ich, oder? Hä, warum ist denn jetzt hier überhaupt keine Fahne? Okay, ich dachte ehrlich gesagt, dass jetzt hier eine Fahne hängt. Da ist gerade keine Fahne, weil es schon Abend ist. Da ist gerade keine Fahne, weil es schon Abend ist. Da ist gerade keine Fahne, weil es schon Abend ist. Okay. Was zur Hölle sollte ich mit einer Fahnenstange? Hört sich witzig an, aber ich habe zu tun. Das ist jetzt komisch, weil wir brauchen natürlich dieses Tentakelkostüm, ne? Weil das können wir dann in die Zukunft schicken und sie kann sich als Tentakel verkleiden. Die Flagge ist ja jetzt ein Tentakelkostüm quasi, aber wie soll das gehen? Eine primitive, aber nützliche Einrichtung, welche Verletzungen durch das Einatmen von Giftig geht nicht. Das klemmt. Weil es schon Abend ist. Schade, ich dachte, ich weiß genau, was wir jetzt tun müssen. Und ich glaube, es stimmt auch, aber kann ich bis morgen schlafen hier?
Keine Zeit dafür. Ich rette die Welt vor Purpur-Tentakel. Frufru-Smaragd gestohlen. Runde Abdrücke hinterlassen. Guck mal, hier waren wir noch gar nicht drin. Dieser schöne 4000-karätige Diamant kann schon heute Ihnen gehören für den Wahnsinnspreis von 2 Millionen Dollar. Die Telefonnummer lautet 1800 Star Wars. Verpassen Sie nicht diese einmalige Chance. Hallo da oben. Das Ednas altes Zimmer, in dem wir hier sind, das sieht schon so aus, oder? Nicht gut drauf? Einfach mal einen Massagefinger probieren. Einen Groschen rein und der Spaß geht los. Modernes Design, stabile Konstruktion, attraktiv. Alles in allem ein schönes Telefon. Ich möchte einen Diamanten kaufen. Das kostet 2 Millionen Dollar. Haben Sie eine Kreditkarte? Ich habe ein Nummernkonto in der Schweiz. Wie lautet die Nummer, Sir? Ups. Sie lautet 846-427-35327. Es tut mir leid. Hier steht, dass das Konto leer ist. Okay. Pulli. Wahrscheinlich brauchen wir den Pulli für irgendwas. Meine Oma schenkte mir mal so einen zum Geburtstag. Ich kann ihn nicht nehmen, der Mann liegt da drauf. Ich glaube, ich muss die Musik mal ausmachen. Und ich dachte, Plastikleuchten im Dunkeln wäre eine gute Idee. Das war laut. Hey! Was gibt's, Bernard? Nicht viel. Immer noch dabei, die Welt zu retten. Ach so. Na, viel Glück dann. Na schön. Ah, das Mauseloch kann ich mir anschauen. Es ist ziemlich klein. Aha. Das ist zu schwer für mich alleine. Das kann ich nicht machen. Das kann ich nicht machen. Na gut, was haben wir denn im Inventar? Ein Textbuch. Das Chicagoer Handbuch für den thermodynamischen Fluxkompensator. Großartiges Buch. Es ist aus Georges Haushaltswarenladen. George sagt, dass jeder Amerikaner einen Staubsauger im Keller haben sollte. Okay, ich weiß noch nicht genau, wohin das führt. Aber das kommt in die Verfassung. So viel steht schon mal fest. Okay. Jeder Amerikaner sollte einen Staubsauger im Keller haben. Das ist ein guter Punkt für die Verfassung. Oh Mann. Okay. So. Gehen wir nochmal in den Garten raus. Oh Gott, das ist echt super.
Ja. Da lang. Jetzt wurde die Verfassung der Vereinigten Staaten in der Maniac Mansion geschrieben damals. Wenn man das im ersten Teil schon geahnt hätte, ne? Hätte auch nichts verändert, aber... Zettel im Klo. So. Ups, das wollte ich nicht. So Leute, na gut. Jetzt machen wir aber für heute kurz Schluss und beim nächsten Mal packen wir die Verfassungsanordnung, dass jeder Amerikaner einen Staubsauger im Keller haben sollte, in die Verfassung. Und dann befindet sich in der Gegenwart wahrscheinlich ein Staubsauger im Keller. Was wir dann damit machen, weiß ich nicht, aber schauen wir mal. Da hat bestimmt die Staubsaugerlobby da reingeschrieben. In die Verfassung. Macht's gut. Bis dann. Ciao.